Ich habe da mal was zusammengebastelt und herausgekommen sind 10 Liveries für die taktischen Luftwaffengeschwader, 31 Bölke hier im Hintergrund zu sehen, dann 71 Richthofen, also Bölke-Nörvenich, Richthofen-Wittmundhafen, dann haben wir 73 Steinhoff in Rostock-Lage und 74 in Neuburg an der Donau. Insgesamt 10 Stück. Ich habe 3-mal Bölke gemacht, 3-mal Richthofen, 2-mal Steinhoff und 2-mal DLWG 74, so dass man halt schön auch in der Staffel mal fliegen kann, wenn man halt einen Kollegen hat, der das Flugzeug hier, den Eufy von Codename Jack halt auch besitzen sollte, dann kann man jetzt schön zusammen in der Staffel fliegen mit unterschiedlichen Nummern halt auch. Ihr müsst nur bedenken, dass die Livery, wenn von eurem Kollegen, dass ihr die auch lokal auf dem Rechner laden müsst. Ansonsten könnt ihr die nicht sehen, dann wird halt nur die Standard-Livery angezeigt. Also wenn der, sagen wir mal, hier die 3102 fliegt und du fliegst eine andere Nummer, dann musst du diese 3102 auch bei dir im Verzeichnis haben, ansonsten siehst du es nicht. Also das bitte bedenken, so dass die dann auch geladen sein muss. Download-Link stelle ich unten ein. Könnt ihr euch runterladen. Ich habe das auch alles sortiert bei mir auf dem Blog, so dass man da die einzelnen Liveries dann runterladen kann und nicht im Pack, weil da kommen dann doch ein paar Daten zusammen. Ah, keine Ahnung, ich 40 MB, glaube ich, gepackt pro Livery. Bei 10 sind das schon 400 und entpackt ist das schon eine Menge. Und wenn man nur zu zweit fliegen will, dann nimmt man halt nur die, die man halt an dem Tag benutzt. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich würde das Ganze jetzt erstmal so als eine Version 1 sehen, sodass man erstmal jetzt 10 Stück hat und halt gemeinsam fliegen kann in der Staffel. Und ich möchte die aber definitiv auch noch ein bisschen an der Außenhaut überarbeiten. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden an den Flügeln zum Beispiel. Da sehe ich noch zu viel von den Details durch. Das kann auch ein bisschen reduziert werden. Und am Rumpf hätte ich gerne noch so mehr Markings halt auch drauf, ne? Was man da halt auch so handelsüblich findet. Und dann wird es irgendwann mal eine Version 2, eine überarbeitete dann geben, dann eben auch wieder für diese 10 Modelle hier. Und ja... Ich hoffe, euch gefällt, ihr habt Spaß damit, könnt gemeinsam so ein bisschen fliegen und gemeinsam ein bisschen Spaß haben. Und ja, einfach mal so in eigener Sache, wer sich wundern sollte, warum meine Liveries, warum das zum Beispiel nicht bei flightsim.to oder sowas erscheint, das ist einfach deswegen, habe ich mir immer gedacht, so ja, die Leute, die jetzt bei mir auf dem Kanal zu Besuch sind, dass ich denen auch irgendwie exklusiv immer einen Inhalt zur Verfügung stellen werde. Das habe ich auch für IL-2 immer gemacht. Es gibt natürlich viele Liveries von mir für IL-2 auch im Forum, wo man sie runterladen kann. Aber es gab auch immer exklusive Sachen, die nur bei mir hier auf dem YouTube-Channel gelistet waren. Eben damit das so einen kleinen Mehrwert irgendwie auch darstellt. Und andererseits ist es aber auch so, ich bin in relativ vielen Foren und Portalen aktiv. Und dann müsste ich wieder eins mehr pflegen, mich um eins mehr kümmern und gucken, was da an Nachrichten reinkommt und sowas. Und das ist dann halt auch immer Arbeit, das alles zu kontrollieren. Und seine Sachen dann da einzustellen, zu gucken, hat da irgendjemand was geschrieben und so. Und das aus dem Grund habe ich gesagt, nee, das will ich nicht auch noch bedienen, so ein anderes Portal, wo dann die Liveries gelistet werden, sondern das reicht eigentlich hier bei mir auf dem, auf dem YouTube-Channel und auch bei mir auf dem Blog, wo die Sachen dann halt auch verlinkt sind für den Download und sowas. Das reicht. Und das kann ich auch noch kontrollieren, da kriege ich alle Nachrichten und Kommentare und dann sehe ich das auch immer alles direkt und dann kann ich auch reagieren. Und dann nochmal hier und da und in dem Forum und so, das ist einfach ja Arbeit und ja, wollte ich irgendwie, dachte ich mir so, nee, muss nicht sein. Ja, also es ist nichts gegen FlightSimTO oder so, es ist eigentlich ein super Portal, um zu suchen und so, aber das, wie gesagt, es ist halt dann wieder ein Portal mehr, was ich dann kontrollieren muss und das ist halt Arbeit und Arbeit habe ich echt reichlich und von daher muss ich gucken, wie ich so selber halt gebacken kriege, dass ich das alles auch noch kontrollieren kann und deswegen halt, ja, hier bei mir auf dem Channel, Download oder auf dem Blog, klar, auf dem Blog auch gerne Kommentare. Hier auf dem YouTube-Channel gerne Kommentare, wenn euch was auffällt, sagt, ja, das ist es irgendwie noch nicht, macht das doch mal da. Immer gerne. Und wie gesagt, ein bisschen sowas von Exklusivität hat das Ganze auch und soll es irgendwo auch haben, dass man sagt, ja, wenn jemand hier auf dem Channel ist und sich meine Inhalte anguckt, dann möchte ich ihm irgendwie auch was Exklusives dann bieten können. Und da, das mache ich dann hin und wieder halt eben mit meinen Liveries dann so, dass ich hier Sachen wie das dann halt vorstelle.
Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Movie. Tschüss.